Hallo, hier ist Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu 7 Minuten mit Kay und heute mit einem eventuell etwas heiklen Thema. Wie sieht's aus? Bist du Kaffeetrinker? Kannst du ohne deinen Kaffee nicht in den Tag starten? Brauchst du erstmal einen Kaffee morgens, um überhaupt mal so dein gute Laune-Level zu erreichen? Trinkst du wirklich gerne Kaffee oder bist du lieber Teetrinker? Bei mir gab es immer so Höhen und Tiefen, was den Kaffee anbelangt. Mittlerweile trinke ich keinen mehr, weil meine letzte Kaffeephase, die ich hatte, war: Kaffee ist gleich Pause. Und da ich ja so ein Arbeitstier bin, habe ich also mit jeder Pause, die ich mir gegönnt habe, einen Kaffee getrunken. Ich wollte da keinen Tee trinken, weil ich immer Tee trinke. Ich wollte auch kein Wasser trinken. Ich wollte auch keinen Smoothie trinken, weil Smoothie ist für mich Essen und kein Trinken. Also sprich, habe ich in jeder Pause, die ich mir dann gegönnt habe oder die mir auferlegt wurde, einen Kaffee getrunken. Anfangs noch vor meiner veganen Zeit, natürlich Latte Macchiato, Cappuccino, alles Mögliche. Später dann nur noch Kaffee mit ein bisschen Reistrink drin. Als ich dann aber irgendwann mal bei 5 Tassen am Tag war, also sprich morgens eine Tasse, dann eine Kaffeepause, schnell nach Hause vom Studio, dann mittags nach dem Essen, nachmittags nochmal und abends, bevor es in die Kurse geht, nochmal 5 Tassen Kaffee. Und ich habe gemerkt, ich werde immer ja, noch mehr Energie und noch mehr, boah, das war mir einfach, ich war zu hektisch. Was ich ja generell sowieso bin, aber noch hektischer als sonst. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss weg von diesem Koffein. Jetzt ist ja so mein Credo, ist genauso, wenn du aufhörst mit dem Rauchen, ja, du kannst dir nicht einfach was wegnehmen. Ja? Wenn du dir was wegnimmst, dann brauchst du da auch irgendeine Art von Ersatz. Normalerweise ist es ja so, wenn man aufhört zu rauchen, dann geht man ja in die Süßigkeiten-Ecke, ja, und kriegt dann schöne Rundungen. Bei Kaffee ist es so, dass manche Leute anfangen zu rauchen. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also musste was her, was irgendwie mir die Pause auch gibt. Ja? Dann habe ich Meditation probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also um diesen Sinn, einfach diese Pause zu füllen. Dann bin ich auf Tee umgestiegen, den ich ja eh schon immer getrunken habe. Ja, nee, das kann auch nicht sein. Und dann habe ich Zikorienkaffee entdeckt. Super. Zikorie ist die Wurzel der Wegwarte. Du kennst bestimmt auch Chicorée, ne? Das gleiche Pflanzenfamilie, aber keine Sorge, ich mache jetzt hier keinen Vortrag über Zikorien. Ist einfach nur, ist kein Koffein, sieht aus wie Kaffee, schmeckt meiner Meinung nach fast wie Kaffee und ist super, super lecker. So, jetzt bin ich seit, lass mich überlegen, 8, 12, ich glaube, dreieinhalb Monate mindestens ohne meinen heißgeliebten Zikorienkaffee. Übrigens habe ich auch meinen Mann vom Kaffee wegbekommen und der war der Überzeugung, ohne Kaffee kriegt er morgens nicht die Augen auf. Trinkt mittlerweile auch begeistert Zikorienkaffee. Das nur nebenbei. Ja, seit 3,5 Monaten, ne? Und jetzt so langsam, also ich habe ihn schon in meinem Warenkorb, wenn ich jetzt nach Deutschland komme, dass ich den gleich an Ort und Stelle habe, wo ich ihn gerne hätte. Nicht, weil ich eine Pause brauche, sondern einfach, weil es was ist, wo ich mich super mega drauf freue. Genau aus diesem Grund, also meinem heißgeliebten Zikorienkaffee und dem Goodie-Becher, wie ich ihn so schön nenne, den wir hier in unserem schönen Apartment in Malaysia haben. Und in diesem Goodie-Becher ist das drin. Das ist natürlich seitenverkehrt. Das ist Kaffee aus der Tüte. Ja, und jetzt ist mein Mann so ein bisschen verzweifelter als ich. Oh, und sowas ist Tolles. Und ja, ich habe mir dann einen Zitrone-Ingwer-Tee gemacht. Und er meinte, nein, ich muss das jetzt unbedingt mal probieren. Und ich so, naja, du kennst die Regeln, bevor du oder ich irgendwas probieren, lesen wir erstmal die Packungsrückseite, ne? Was auch super groß geschrieben ist, ich habe keine Ahnung, ob man das erkennt, ne? Das kann ja kein Mensch ohne Brille lesen. Ich kann es mittlerweile, weil ich es fast auswendig gelernt habe. Aber also sehen tue ich das jetzt tatsächlich nicht. Das hier nennt sich Kaffee. Ja? Blend and Brew. Also wirklich voll gut. Ich habe das noch nie gesehen, auch nicht in so Packungen, ne? Ich trinke ja keinen Kaffee. So, also jetzt pass auf. Erste Zutat ist Zucker.
Die zweite Zutat ist Kaffeeweißer. Ja, Kaffeeweißer, alles mögliche, Milch, Eiweiß, was auch immer. Und dann geht es weiter mit Palmöl, mit sämtlichen Stabilisatoren, mit sämtlichen Zusatzstoffen, die man, ich kann es ja nicht lesen. So die Frau ab 40, ne? Und der vorletzte Punkt von 20 Zutaten ist der vorletzte Punkt Instant-Kaffee. Also, ich mache das Ding jetzt auch mal auf, weil wir trinken es ja eh nicht. Und pass auf, ich habe hier ein Glas vorbereitet und ich schütte es, Kaffee, ne? Es ist, steht ja, es ist Kaffee. So, jetzt guckt ihr mal diesen Kaffee an. Also ich kenne Kaffee ganz anders. Jetzt guckt ihr das an. Ich kann, ja? Und weißt du, was ich rieche? Es gibt leider kein Duftvideo. Ich rieche Zucker. Ist ja auch die erste Zutat. Und wie wir ja schon mal gelernt haben, das, was als erstes dasteht, davon ist am meisten drin. So, und jetzt trinken diesen, entschuldige bitte meine Wortwahl, Mist, ganz viele Menschen. Ja, mein leckerer Kaffee. Es ist noch nicht mal Kaffee. Da ist vielleicht 3 Körnchen sind da vielleicht drin. Das ist eine Zuckerbrühe. Da kannst du dir Zuckerwürfel in ein Glas machen und färbst sie braun. Das ist genau das Gleiche. Also ich bin schockiert. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die schockiert ist, aber ich bin schockiert. Und wenn ich dann meine Leute im Coaching frage, ne, die so ein paar Pfunde zu viel haben, ja, wie ist es denn mit deinem Zuckerkonsum? Und dann kommt, nö, also Zucker, ich nehme doch keinen Zucker. Ja, ich esse auch kaum Kekse. Nö, ich esse keinen Zucker. Ja, denk da dran, das nächste Mal. Und wenn du einkaufen gehst und dir Kekse, auch Bio-Kekse kaufst, dann dreh bitte mal die Packung um und lies auf der Packungsrückseite, ob da Zucker drin ist. Also das jetzt nur einfach mal so als schwungvolles Video zwischendurch. Also wenn mich sowas bewegt, muss ich das teilen. Also ich finde es einfach nur krass, weil es gibt so viele Menschen, die so etwas kaufen. Und ich weiß nicht, ob sie nicht wissen, was da drin ist, oder ob sie es nicht wissen wollen, oder ob man das dann mit der Werbung suggeriert, wo die Frau wunderbar entspannt auf dem Sofa mit Füßen hoch und den Kaffee an den Tisch getragen wird. Ich weiß nicht, was es ist, aber bitte trink es nicht. Also wenn du irgendwas von deinem Körper hältst, dann koch dir einen Kaffee. Brühe ihn am besten auf, so wie in der guten alten Zeit. Mein Tipp. Das waren mehr als 7 Minuten, aber so ist es nun mal. Wir sehen uns morgen im nächsten Video am Tag, ich glaube, 55 von 90. Mach's gut. Ciao. Bis geht's.